Willkommen zurück bei Aktien investieren. Heute schaue ich die Performance 2015 an. Wie gut waren also unsere Top 10 Aktien im Jahr 2015? Das ist sehr wichtig, denn wenn diese Top 10 Aktien besonders schlecht sind oder besonders gut sind, dann möchten wir das wissen, denn das hilft uns ja auszuwählen, welche Aktien wir kaufen wollen. Wir haben das ausgewertet. Sie sehen unten beim Video auch den Link dazu, wo diese Auswertung für Sie auf der Obermatt-Webseite zu finden ist. Wiederum schön aufbereitet mit Rängen. Das heißt, Sie sehen, wo waren die Top 10 Aktien am besten und wo waren sie am schlechtesten, ohne dass Sie Zahlen verstehen müssen. Sie müssen nur auf 100 zählen können. Das ist der Vorteil bei Obermatt-Aktien investieren. Schauen wir jetzt aber die genauen Zahlen an, die absoluten Zahlen, und die sehen Sie hier auf der Grafik, die ich auch hier vor mir habe. Wir haben auf der horizontalen Achse die vier Strategien kombiniert: Wachstum, Sicherheit und Value und den Durchschnitt über die ganze Zeit. Und wir haben das gemessen für die Fokusmärkte, also die familienfreundlichen Aktien, die umweltfreundlichen Aktien und auch die Aktien mit gesunden Anreizen und auch für die ganz klassischen Aktienmarktindexe. Das sind diese Indexanlagen, die Sie machen können, wenn Sie zum Beispiel einen ganzen Markt kaufen möchten. Das sind die orangen Balken. Und das interessiert Sie vielleicht am meisten, weil Sie möchten wissen, wie gut waren die Obermatt Top 10 Aktien jetzt im Vergleich zu den Indexanlagen, die man ja auch passiv machen kann. Und das sehr Erfreuliche in 2015 ist, dass es ein Jahr ist, wo diese Top 10 Aktien überdurchschnittlich performt haben. Sie waren im Durchschnitt, Sie sehen das ganz auf der rechten Seite, Average, Durchschnitt, waren sie 4% besser als die Aktienindexe selbst. Also die Rendite war 4% höher. Das ist viel, wenn man denkt, dass normalerweise bei einer Beratung auch noch 2% Kommissionen anfallen. Da haben wir doch 6% mehr Rendite, als wenn wir die Aktien jemand anders hätten auslassen dürfen. Das haben wir nicht nur gemessen für Deutschland und die Schweiz, sondern für die ganze Welt. Über 51 verschiedene Märkte, Aktienmärkte, haben wir immer gemessen, wie gut waren die Obermatt Top 10 und wie gut war der Aktienindex. Und in 71% der Fälle waren die Obermatt Top 10 Aktien weltweit besser als die entsprechenden Indizes, über alles gerechnet. Das ist ein sehr erfreuliches Resultat. Das heißt, von drei Anlagen waren zwei besser als der Index. Schauen wir aber auch noch, welche Strategie war denn am besten. Und wir sehen hier, im Jahr 2015 war die Wachstumsstrategie am besten. Das ist weniger eine Aussage über, wie gut die Wachstumsstrategie ist, sondern es ist eine Aussage, was die Märkte gerade bevorzugen. Und in 2015 haben sie Wachstumsaktien bevorzugt. Das weiß man auch, das wird auch allgemein so von Industrieexperten bestätigt, dass im Jahr 2015 verzweifelte Investoren nur noch gerade die Aktien gekauft hatten, bei denen auch etwas passiert ist. Und deshalb haben wir bei der Wachstumsstrategie eine höhere Rendite erzielt als bei den anderen Strategien. Gefolgt von der Sicherheitsstrategie, auch etwas, das man denken kann, ist charakteristisch für 2015. Leute möchten lieber Aktien kaufen, die sicher finanziert sind, und dann gefolgt von der Value-Strategie. Die Value-Strategie war 2015 am schlechtesten. Das ist ein typisches Bild für ein Bubble. Also dann, wenn die Leute nur noch auf Wachstum setzen, wenn sie die Werthaltigkeit der Unternehmen nicht mehr berücksichtigen, dann ist man in der Regel im Bubble-Land. Was auch spannend ist, wenn ich diese Aktienanalyse anschaue, ist, dass die Fokusmärkte sehr viel schwieriger war, bei den Fokusmärkten eine Outperformance zu erzielen. Und den Grund sehen Sie auf der nächsten Grafik. Hier zeigen wir die absoluten Renditen der verschiedenen Märkte. Was Sie vorher als orange gesehen haben, ist jetzt hier die vierte Säule, nämlich die Indexmärkte. Und die
Fokusmärkte, also die familienfreundlichen Aktien, klimafreundlichen Aktien, Good Governance, das sind die anderen Säulen. Und wir sehen hier, dass die Fokusmärkte überall besser waren als der Index selbst. Und ich persönlich finde das vernünftig, denn ich bin immer der Meinung, das ist ein bisschen ein Vorurteil, aber ich bin immer der Meinung, dass die Aktienmärkte eigentlich Kreti und Pleti beinhalten. Jeder, der an die Börse will und ein genug großes Unternehmen hat, kann das machen. Und der Index muss einfach jedes Unternehmen abbilden. Also sie kriegen wirklich hin zu Kunst hier bei den Aktienindizes und es macht doch Sinn, ein bisschen wählerisch zu sein. Auf jeden Fall zeigt unsere Analyse, wenn man sich auf diese Unternehmen fokussiert, die was für das Klima machen, die familienfreundlich sind, also die Unterzeichner der Women Empowerment Principles, dann hat man schon eine viel bessere Rendite, als wenn man einfach wahllos passiv in den ganzen Markt investiert. Und das ist eine erfreuliche Mitteilung für mich natürlich, dass die Obama Top 10 Aktien 2015 besser waren als die Aktienmärkte selbst. Nicht unbedingt ein Hinweis auf die Zukunft, denn es gibt auch Zeiten, da ist die Rationalität komplett ausgeklingt und das kann über mehrere Zeit so sein. Es ist also nicht gesagt, dass das auch 2016 so sein wird. Aber wenn wir uns erinnern, es war auch schon 2014 so. Also zwei positive Jahre für die Obermatt Top 10 Strategien. Freuen wir uns auf das Jahr 2016 und ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Investieren.